75 Jahre Rheinland-Pfalz gibt uns Gelegenheit zu sprechen mit Bettina Hörter. Herzlich willkommen, dass Sie da sind. Nehmen Sie uns doch mit in Ihre Aufgaben und Arbeitswelt, bitte. Ja, mache ich gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, auch unsere Arbeit vorzustellen, und zwar die Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Nicht nur Rheinland-Pfalz wird 75 Jahre alt, sondern kurz danach hat sich auch der Volksbund in Rheinland-Pfalz gegründet. Es gibt einen Landesverband mit Sitz in Mainz. Wir haben zwei Bezirksverbände, die in die alten Regierungsbezirke, weil Bezirksregierungen sind vielen nicht mehr bekannt. Also ich bin zum Beispiel zuständig für den alten Regierungsbezirk Koblenz und Trier im Landesverband Rheinland-Pfalz. Ich habe meinen Sitz auch hier in Koblenz, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Und was ist Ihre Aufgabe? Was sind Ihre Ziele? Warum sind Sie unterwegs mit dem, was Sie tun? Also ich bin unterwegs mit dem, was ich tue oder was der Volksbund schon seit mittlerweile mehr als 100 Jahren tut, 1919 gegründet. Und wir müssen halt leider im Moment erleben, dass das, was wir tun, wofür wir zuständig sind, nämlich für unsere gefallenen Soldaten im Ausland, damit verbunden die Kriegsgräberstätten im Ausland, die wir hoheitlich letztendlich betreuen im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland übers Auswärtige Amt. Und Sie sehen jetzt alle, wir müssen leider alle im Moment erleben, der Krieg Ukraine, Russland, auch dort haben wir Büros. Wir sind also nicht nur in Deutschland vertreten, sondern auch dort, wo unsere Kriegsgräberstätten sind, nämlich weltweit. Wir haben weit über 800 Kriegsgräberstätten. Unsere Büros in Kiew und Moskau sind zurzeit geschlossen und wir hoffen innigst, dass die über kurz oder lang oder möglichst schnell wieder geöffnet werden können. Unsere Kriegsgräberstätten sind auch dort vor Ort natürlich betroffen. Das heißt, wir bergen unverändert gefallene Soldaten der Weltkriege. Wir machen Angehörigenbetreuung. Das heißt, wir haben immer noch Menschen, die suchen nach Angehörigen. Die Generation ist natürlich die Generation, die nicht mehr so viele sind. Aber wir stellen fest, dass, ja, ich sage immer so, die berühmte Haushaltsauflösung. Ja? Mhm. Und ich sage mal, die Großmutter ist verstorben und Enkel, Kinder müssen Wohnung, Haus räumen. Und man findet die berühmte Schuhkiste. Ja. Ja? Und in diesem Schuhkarton, ja, steckt auf einmal ein ganzes Leben von einem Menschen, den man selbst unter Umständen nie kennengelernt hat. Also den Vater, den Großvater und mittlerweile natürlich auch schon den Urgroßvater. Und man findet natürlich damit ja auch Geschichten, man findet ein Stück eigene Vergangenheit, erfährt, wo man herkommt. Sind das eben auch alles Themen, die in Ihrer Arbeit unten mitschwingen? Die schwingen bei jedem Telefonat eines Angehörigen mit. Ja, das sind Menschen, die zutiefst betroffen sind. Die leiden, als wäre dieser Mensch erst kurz vorher verstorben. Ja, man muss sich vorstellen, das sind ja ganze Lebensgeschichten. Ganze Lebensgeschichten, die ja auch hätten ganz anders verlaufen können. Ja, also wir machen ja auch Schul- und Bildungsarbeit. Und wenn wir mit unseren jungen Erwachsenen, nenne ich sie jetzt mal, auf unseren Friedhöfen im Ausland sind, wir bieten jährlich ja, Freizeiten, Arbeitsprojekte auf unseren Kriegsgräberstätten im Ausland an für junge Menschen, wo natürlich das Kulturelle, das Historische, aber auch das Kriegsgrab absolut im Vordergrund steht. Und wir versuchen da über Einzelbiografien diesen jungen Menschen, diesen Menschen auch wieder lebendig zu machen. Mhm. Ja? Und das erleben wir in einer Art und Weise, die einen schon den Atem manchmal nimmt. Ja? Also wenn die Grabsteine reinigen und auf einmal Gefallenendatum lesen. Ja, ja. Ja? Ich sage immer, dass die werden alle zu Blitzrechnern. Ja? Weil die dann feststellen, also ich nenne nur mal unseren Friedhof in der Normandie in La Combe, wo weit über 20.000 gefallene deutsche Soldaten beigesetzt sind und wo zum Ende des Zweiten Weltkrieges noch jede Menge Soldaten gefallen sind, verstorben sind, die 16 Jahre alt waren. Ja, und wenn Sie dann als 16-, 17-, 18-Jähriger da eine Grabplatte putzen, dann geht das diesen jungen Menschen enorm unter die Haut.
Und insofern natürlich auch eine unglaublich wichtige Arbeit, die Sie da machen. Sie haben uns auch etwas mitgebracht, das vielleicht auch noch mal zeigt, wie Ihre Arbeit in Rheinland-Pfalz gewertschätzt wird. Also da möchte ich vielleicht damit beginnen, dass wir in Rheinland-Pfalz so gut dastehen. Das ist wirklich jedem einzelnen Bürger geschuldet. Das ist Vereinen geschuldet, das ist unserer Politik geschuldet. Mhm. Und auch unserer Politik auf Landesebene, auf kommunaler Ebene und da in ganz besonderer Weise auch unseren Ortsbürgermeistern und Ortsbürgermeisterinnen. Ja, wir haben jährlich unsere Haus- und Straßensammlung, die wir zur Finanzierung unserer Projekte brauchen, wo ohne die Kommunen überhaupt nichts laufen würde, wo Menschen sich bereit halten, um halt im Oktober bis dann in den November hinein, es sind meistens 4 Wochen, mhm, halt von Haustür zu Haustür gehen, für unsere Arbeit werben, für unsere Arbeit sammeln. Und die Menschen das auch kennen, oder? Ja, ich sag mal, mit diesem Kennen wird es natürlich immer weniger. Mhm. Ja, ich hatte ja schon so am Anfang gesagt, dass die Generation, die betroffene Generation, ja, natürlich nicht mehr in dem Maße vorhanden ist und weitererzählen kann. Also unsere Zeugzeugen, ja, die gehen uns verloren. Und die waren uns über Jahrzehnte unendlich wichtig. Ja. Sie haben uns etwas mitgebracht, das wir vorstellen möchten? Ja. Wir haben jetzt ich glaube, es war im Januar, oder im Dezember, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, endlich unser Projekt zu Ende gebracht, Kriegsgräberstätten in Rheinland-Pfalz. Wir hatten die großartige Gelegenheit, gemeinsam mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe, damals noch Herrn Metz, dieses Buch auf den Weg zu bringen. Ja, begonnen hat das Ganze damit, dass ein Mitarbeiter der GDKE, leider mittlerweile verstorben, er hat dieses Projekt halt nicht mehr zu Ende führen können. Und Herr Metz damals auf den Volksbund zukam und sagte, Mensch, habt ihr nicht Interesse, das gemeinsam mit uns zu Ende zu machen? Und das war 2015. Mhm. Ja, und wir schreiben heute 2022. Daran sehen Sie, wie viel Arbeit in diesem Buch auch steckt. Wir wurden dann unterstützt von einer Mitarbeiterin, die dann für die Zeit Mitarbeiterin des Volksbundes war, von Frau Kreuzarek, die dieses Buch begleitet hat, die die Friedhöfe abgefahren ist, die die ganzen Dokumentationen gemacht hat, um möglichst viel auch inhaltlich in dieses Buch hineinzubringen. Ja. Ist es normal, dass es in einem Bundesland ein solches Buch gibt? Also haben die anderen das auch? Nein, das ist in der Tat so, dass Rheinland-Pfalz bundesweit das einzige Bundesland ist, was über diese Dokumentation verfügt. Und so ein bisschen beneiden uns die anderen Bundesländer auch. Wenn wir sprechen, 75 Jahre Rheinland-Pfalz, ich habe Sie vorgestellt, Frau Hörter, da klingelt natürlich was. Nehmen Sie uns auch mit in Ihre Familie? Gerne. Der Name Hörter? Klar, mein Schwiegervater. Ich denke, unverändert vielen Koblenzern und auch über Koblenz hinaus bekannt, war halt 22 Jahre Oberbürgermeister dieser wunderschönen Stadt. Wie empfinden Sie, sind selber Westerwälderin, leben in Koblenz, also Rheinland-Pfälzerin durch und durch. Wie empfinden Sie die Mentalität hier bei uns im Land? Eine rheinische Frohnatur. Ja, also ich finde die Mentalität hier, auch hier in Koblenz vor allem. Ja, also ich denke mal, es liegt auch viel daran, wo man lebt und wir sind umgeben von so viel Schönen. Ja, also ich erlebe es eigentlich immer wieder, man vergisst ja so etwas auch ganz oft, ja, und man fährt zur Arbeit, man kommt nach Hause und das Drumherum wirkt dann gar nicht mehr so auf einen. Und mir passiert es halt relativ häufig, weil wir wohnen in der Altstadt, dass mir Touristen begegnen, mhm, und mich nach dem Weg fragen, ja, und dann ist immer der Satz auch dabei, mein Gott, was wohnen Sie schön. Ja, wo ich dann sage, ja gut, dass Sie es mir noch mal gesagt haben, ja, stimmt. Wir selbst, die hier wohnen, wissen es zwar, aber haben oftmals ja auch gar nicht die Zeit, das immer so zu genießen, wie wir es gerne möchten. Ja, aber ja, wenn Sie es genießen können, wenn Sie vielleicht frei haben, wie sieht ein perfekter Tag aus und haben Sie vielleicht auch Lieblingsorte in Rheinland-Pfalz? Also ich würde dann mal mit Koblenz natürlich beginnen, ja. Also mein Lieblingsort ist mit Sicherheit die Altstadt. Ja, sonst würden wir da nicht schon seit 1998 wohnen und wir fühlen uns da unendlich wohl. Das ist einfach das Herzstück von Koblenz. Aber es ist ein Traum, auf der Festung zu sein. Ja, es ist ein Traum, von der Festung runterzuschauen auf diese wunderschöne Stadt. Und natürlich haben wir durch unsere Burgen, Burg Eltz, Marksburg, ja, man könnte noch viele, viele mehr aufzählen, die alle für sich sprechen und alle Stolzenfels, was ist Stolzenfels geworden, ja, ein Traum.
Und ich sage auch immer, wenn ich mal Zug fahren muss, auch dienstlich, ist die schönste Strecke zwischen Koblenz und Mainz. Ja, das stimmt. Ja. Es gibt ja auch viele Traditionen in Rheinland-Pfalz. Fühlen Sie sich da der einen oder anderen verbunden? Ja, mit Sicherheit, ja. Ich meine, dem Karneval sowieso, jetzt muss ich fairerweise sagen, da hätte ich auch wahrscheinlich in der Familie ansonsten keine Chance gehabt. Ja? Schon der Großvater meines Mannes war im Karneval aktiv und mein Schwiegervater ja dann auch und mein Mann ja auch. Und das nimmt einen dann mit, das ist außer Frage. Ja, und die Weinfeste natürlich und Blütenfest in Güls. Aber halt, ja, ich sag mal, die Pandemie hat natürlich uns so ein Stück da auch vieles vermissen lassen. Sicher. Wir haben natürlich auch in der Pandemie, viele mussten sich zurückziehen, haben wahrscheinlich auch schwierige Zeiten hinter sich. Es gab aber natürlich auch Demonstrationen, es gab immer wieder auch Proteste. Haben Sie das Gefühl, dass diese letzten 2 Jahre, diese Krise, die Gesellschaft oder vielleicht sogar die Demokratie in Gefahr gebracht hat? Also ich weiß nicht, ob man von Gefahr sprechen kann. Also Sorge bereitet, also jetzt mir ganz persönlich das schon. Also ich glaube schon, dass die Pandemie mit vielen Menschen etwas gemacht hat. Ja, und ich kann auch diese Ängste und Sorgen, die da waren, von vielen verstehen. Aber diese Demonstrationen, da war ich sehr zwiegespalten, das muss ich ganz offen und ehrlich gestehen. Ja, also ich sage mal, wir dürfen ja nicht vergessen, eine pandemische Lage hatten wir in den letzten Jahrzehnten nicht. Und dann damit umzugehen, sei es in der Politik, die es ja letztendlich regeln muss für uns Bürgern. Ich unterstelle einfach mal, das war eine irre Aufgabe. Ja? Und dass dort falsche Entscheidungen auch gefallen sind, denke ich, ist außer Frage. Ja? Aber dass die fallen, wenn man etwas neu beginnt, dass man nicht zu 100% immer alles richtig machen kann, denke ich, sollte auch jedem klar sein. Und ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, ich will es nicht hoffen, sollten wir noch mal in eine solche Lage geraten, wird die mit Sicherheit nicht mehr, ich sag mal, für uns alle ja doch so ein Stück weit auch chaotisch ablaufen. Und ich denke, das war das größte Problem. Ja, dieser chaotische Ablauf. Keiner wusste irgendwann mehr, was darf ich nicht. Ja, ja, plus dann natürlich all den Familien, die ja nun auch massiv persönlich von Corona betroffen waren, ja, wo Menschen gestorben sind, wo Menschen in Krankenhäusern gelegen haben. Also ich persönlich habe es selbst erfahren müssen, also ich hatte kein Corona, aber wir hatten zu dem Zeitpunkt halt Menschen, die uns nahe standen im Altenheim. Ja, ja. Ja? Mein Vater schwer krank im Krankenhaus. Mhm. Ja, wo man natürlich sich unendlich zurücknehmen und zusammennehmen musste. Ja. Ja, und das hat natürlich ganz viele Menschen getroffen. Und die Demonstrationen, finde ich, das Recht zu demonstrieren ist ein wichtiges Recht. Ja. Wobei ich irgendwann das Gefühl hatte, wissen die Menschen wirklich alle noch, wofür sie auf die Straße gehen? Das waren so meine Fragezeichen, die irgendwann aufgetaucht sind. Wenn wir außerhalb der Corona-Pandemie schauen, Politik als Thema, fühlen Sie sich gut vertreten als Bürgerin von der Landespolitik, aber eben auch auf der kommunalen Ebene? Also da habe ich so meine eigene Haltung zu. Ich kann mich nur so gut von Politik, egal auf welcher Ebene, vertreten fühlen, so viel, wie ich mich selbst auch einbringe. Ja, und das ist und das geht schon im kleinen Verein los. Ja, also indem Familien Kinder stärken, in Vereine bringen, sei es der Fußballverein, der Musikverein. Das ist ja auch irgendwo sich in Gesellschaft einbringen. Und Politik ist ja nichts anderes. Ja, ja, sie ist für uns da, für uns Bürger da. Aber was soll denn Politik machen, wenn wir Bürger uns nicht auch engagieren, egal auf welcher Ebene? Und wenn Sie jetzt nach vorne schauen, wenn Sie sagen 10, 20 Jahre, wo soll die Gesellschaft, vielleicht auch die Politik hin, was Entscheidungen sind, die wir brauchen? Also da wünsche ich mir für mich selbst eine Mobilität, die unser Klima nicht weiter und so umweltlich weiter belastet. Also das heißt sowohl im ÖPNV als auch im Insgesamt. Individual?
insgesamt, vor allen Dingen im Individuum. Also ich möchte mir eigentlich nicht so vorschreiben lassen, ob ich in 10, 20 Jahren noch Auto fahren darf oder ob ich nur dieses Verkehrsmittel oder jenes nutzen darf, sondern dass man da wirklich es schafft, es individual zu halten für den Einzelnen, immer mit dem Blick auf unser Klima und auf unsere Umwelt. Wenn Sie an Digitalisierung denken, gerade jetzt für Ihren Bereich an Bildung, gibt es da Dinge, wo Sie sagen, wir müssen aufpassen, dass wir also auch in kultureller Hinsicht das Gedächtnis behalten, um dann Weichen nach vorne zu stellen? Also ich glaube, das wird heute wichtiger denn je sein. Es war schon immer wichtig, aber es wird jetzt immer wichtiger werden und wir werden uns da in den nächsten Jahrzehnten, weil das, was wir jetzt erleben, ja, selbst wenn, was leider ja nicht stattfinden wird, innerhalb der nächsten 4 Wochen dieser Krieg beendet ist, bis das alles aufgearbeitet ist, was dort passiert ist, werden Jahrzehnte dauern. Ja? Und wir müssen, unsere Demokratie hat auch nur dann eine Chance, ja, wenn wir für unseren Frieden kämpfen. Ja? Und dass wir heute so leben dürfen, wie wir leben in Europa, dafür sind Millionen Menschen gestorben. Ja? Und es hat einen Ersten und einen Zweiten Weltkrieg gebraucht, bis dass wir da sind, wo wir heute angekommen sind. Und keiner von uns hätte sich jemals vorgestellt, dass, ich sag mal, dicker Daumen, 2 Flugstunden von uns entfernt, die Bomben fliegen. Ja. Und ist das etwas, wo Sie sagen, das wird in den Schulen, auch in dem Thema Hochschulen, wird das genug zum Thema gemacht? Also genug kann es erstens mal nie sein. Also es müsste vielleicht noch etwas mehr auch in die Lehrpläne rein. Weil es ist natürlich auch schwer für Schulen und Lehrkräfte, ja, die haben ihren Lehrplan, der muss abgearbeitet werden. Und da ist so ein Stück weit auch wieder dann die Politik gefragt, weil nur die Politik kann ein Stück weit auch Lehrpläne in bestimmte Richtungen halt lenken. Was wir haben unendlich viele Schulen in Rheinland-Pfalz, und auch im Saarland, das liegt an der Nähe, und zwar, ich spreche von Verdun, wo wir Führungen mit Schulklassen und anderen Gruppierungen in Verdun haben. Also ich selbst bin jetzt im Juli wieder mit dem Martinus-Gymnasium aus Linz in Verdun, die seit Jahren mit uns jährlich mit der 9. und 10. Klasse diese Exkursion machen. Zum Schluss was Vergnügliches. Sie machen ein Foto in Rheinland-Pfalz und verschicken das. Ja. Was ist das Motiv? Unser Schengel. Der Schengel? Ja. Unser Wenn Sie Schengel. Was Rheinland-Pfälzisches kochen für jemanden aus dem Norden, was ist das? Also ich würde natürlich auch Düppekuchen machen, aber es gibt viele, viele mehr Köstlichkeiten. Also ich sage jetzt mal Himmel und Erde, es gibt den rheinischen Sauerbraten. Ja, also da könnten wir uns, wir haben ja wunderbare Koblenzer Kochbücher, ja, die man dann... Nochmal. Da kann man sich länger bei Ihnen einmieten. Absolut. Wenn ja. Sie was verschenken aus Rheinland-Pfalz, was ist das? Also der Wein darf nicht fehlen. Ja, also das finde ich, wir haben ja selbst hier in Koblenz tolle Winzer. Ja, ich meine, das ist, denke ich, uns allen bekannt. Ein guter Wein. Geht wir immer. Haben unheimlich viel Literatur über Koblenz. Mhm. Ja, wir haben vieles, was wir aus Koblenz verschenken können, damit möglichst viele zu uns zurück zu Besuch kommen. Frau Hörter, herzlichen Dank, dass Sie da waren. War ganz toll, mit Ihnen schon zu sprechen. Danke. Ja, vielen Dank.